Servus Leute und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Metzgermeister Högele. Heute geht's weiter, der Finger ist jetzt wieder heile, ich ziehe mir gleich den Rest noch dazu an. Heute zeige ich euch, wie man Rind zerlegt. Jetzt geht's hier um das komplette Vorderviertel, aber ich hätte gesagt, wir teilen das auf als Video und machen jetzt erstmal einfach nur die Querrippe und den Hals und danach den Bug. Genau, bevor das wir jetzt aber anfangen, habe ich noch mal kurz was zu sagen zu euch. Und zwar wisst ihr Bescheid. Wir haben es schon öfter mal als Thema gehabt tatsächlich mit, wie viele Videos machen wir und wann laden wir was hoch und so weiter und so fort. Und ich habe gemerkt, jetzt vor allem während ich in Herpa war, dass, also auf Zeltlager, die 2 Wochen Urlaub waren, dass viele Leute gar nicht hinterherkommen mit 2 Videos die Woche. Wir haben ja jetzt hier weniger Zuschauer, wo die ganze Zeit immer auf YouTube rumhängen, sondern eher so, die schauen nochmal vorbei und gucken ein Video an. Aber dann halt auch immer ganz gut. Also danke erstmal an euch. Und schön, dass ihr alle die ganze Zeit so schön am Start wart. Und ich habe es den anderen von Herbern versprochen, dass wir das jetzt mal auch in ein Video bringen. Ich sage, ihr seid einfach nur super klasse und eine super Truppe, Leute. Seid ihr wirklich, definitiv. Auf jeden Fall habe ich mich jetzt dafür entschieden, dass wir sagen, nur noch Samstag ein Video, weil ich gemerkt habe, dass es keinen großen Unterschied macht. Der Kanal wächst so oder so weiterhin. Und wenn wir Samstag immer nur ein Video machen, dann habe ich jetzt dann auch mehr Zeit, mich mehr oder intensiver mit dem Online-Shop dann später auseinanderzusetzen und alles drum und dran. Deswegen nehmt es mir nicht übel, aber ich denke, tatsächlich ist es für viele von euch gar nicht so schlimm, weil dann müssen sie nicht so arg viel hinterher schauen oder müssen in Anführungszeichen, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Und dementsprechend habe ich mich jetzt genau dafür entschieden. Aber ich habe gesagt, auf jeden Fall, wir fangen jetzt an. Ihr kennt das Ganze ja schon, wir haben ja zum Beispiel schon mal das Kalb gemacht und da ist alles eigentlich komplett gleich. Ich nehme mir einen Hacken als Hilfe natürlich mit, noch ein schönes Messer und wir müssen jetzt hier natürlich erst einmal die Querrippe und den Hals von unserem Buch abtrennen und das seht ihr jetzt hier schon an der Seite komplett, dass hier schon eine Naht entlang geht. Heißt, wir können jetzt hier schon mal anfangen, das alles schön mitzunehmen und schneiden am Bug entlang runter. Genau. Und dann folgen wir tatsächlich einfach nur der Naht, bis wir unten, wie beim Schwein, am Schaufelbuch ankommen. Ihr könnt dann auch, wenn ihr ein wenig stärker einfach überall zieht, das Ganze tatsächlich auch richtig gut nach unten drücken. Und ihr hört ja auch schon, wie hier die Luft jetzt dann rausgeht, die zwischen der Naht einfach ist. Ein bisschen Blut kommt jetzt da noch mit raus, es wurde jetzt auch erst frisch geschlachtet tatsächlich. Genau. So, hätte ich gesagt, wir fangen einfach gleich einmal an. Wir müssten jetzt schon beim Schaufelbuch angekommen sein und schneiden jetzt einmal fest durch. So, überall, sodass sich auch schön, wie ihr hier sehen könnt, sich die Knochenhaut löst. Mit dem Hacken gehen wir jetzt einfach durch den Lappen durch, damit wir einen schönen Halt haben. Ansonsten fällt uns die Querrippe runter und das wollen wir natürlich nicht. Jetzt können wir es einmal nach unten ziehen, wenn nicht, wenn es so nicht klappt, dann ist da die Knochenhaut ein wenig verwachsen, ist auch kein Thema. Dann schneiden wir einfach nochmal neu ein und haben jetzt hier schon das Ganze komplett runtergebrochen. Genau, also rein theoretisch hätten wir tatsächlich noch einfach ein bisschen warten können, bevor dass wir hier einschneiden, aber das ist nicht schlimm. Dann ziehen wir das Ganze oder schneiden das Ganze jetzt hier ab und nehmen das Ganze jetzt hier schön auf den Tisch mit hoch. Und wie es jetzt hier auf dem Tisch weitergeht, das seht ihr jetzt, indem dass ich die Kamera mal schnell runter tue, nach unten filmen lasse und wir jetzt einfach mal anfangen. So, wir sehen ja jetzt hier Hals und Querrippe und Brustspitze hier. Also fangen wir an und tun erst einmal hier das Fleisch von der Brustspitze hier mal entfernen, sodass wir auch wissen, wo jetzt dann hier die ganzen Knorpel sind, wo wir dann das alles hier abtrennen können. Also Fleisch rausschneiden, genau. Danach im nächsten Schritt nehmen wir schon mal vom Hals alles weg, einfach nur aus dem Grund, was wir schon mal haben, das haben wir und es ist jetzt hier noch im Ganzen und genau. Und somit können wir dann schneller agieren später, wenn wir im Ausbeinfluss sind sozusagen. Weil wenn ihr schon am Ausbein seid, ist es gut, wenn ihr dabei bleiben könnt und nicht außenrum dann nochmal was zuschneiden müsst vorher oder so. Deswegen probiert so viel wie möglich immer vorher zu regeln, sodass man einfach dann zack dabei bleiben kann. Genau. Wir lösen das runter, das ist jetzt, geht dann schräg einfach an der Seite vorbei. Und hier natürlich probieren wir alles immer mitzunehmen, so gut wie es geht. Und danach lasst ihr einfach nur noch hier das Messer arbeiten. Ohne Druck,
Das Messer schneidet von allein, das sucht sich einen Weg. Nimm hier nochmal den schrägen Schnitt mit und jetzt halt einfach nur noch rausschälen. So, das haben wir. Und es ist ein super, super Kutterfleisch. Daraus können wir rein theoretisch eine richtig geile Göttinger machen zum Beispiel. Oder auch einfach eine Rindswurst oder so. Genau. Wir schneiden jetzt hier mal ungefähr da, wo die Knorpel sind, ein und probieren jetzt hier das Ganze einmal runterzubrechen. So, genau. Das meiste haben wir jetzt schon. So many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day. So, sehr schön. Dadurch, dass wir jetzt hier das Ganze jetzt schon vorgelöst haben, wie ihr hier sehen könnt, genau, wir haben jetzt hier komplett nur noch die Knochen und hier eben das ganze Knorbelige, wo das Ganze noch verbindet und zusammenhält. Jetzt im nächsten Schritt schneiden wir hier an der Seite schön ein. Auch schön auf den Knochen, sodass wir die Knochenhaut natürlich mitnehmen können. Prinzipiell ist es nicht relevant, es kommt wieder darauf an, was ihr jetzt dann hier raus machen wollt am Ende. Das hier wird dann bei uns wird dann zum Kutterfleisch verwendet, weil der Bauer, der das von uns möchte, oder die Bäuerin, braucht hier das nicht als Suppenfleisch. Das wird bei denen nicht so gekauft im Hofladen. Das wird dann tatsächlich einfach nur für Wurst und Salami genommen. Aber ich zeige es euch jetzt einfach mal mit der Knochenhaut, damit wir alle Bescheid wissen. Damit ihr Bescheid wisst, wie wir zum Beispiel das machen würden. Und dann richtig schön einschneiden, wie gesagt, an Knochen entlang. Ansonsten, wenn ihr es jetzt halt nicht schön einschneidet, tut ihr euch dann tut ihr euch später dann schwerer, aber das merkt ihr dann. Danach können wir hier schon mal gleich die Rundungen hier mitnehmen, also hier die Zwischenstücke zwischen den Knochen hier, damit wir da dann später natürlich auch schöner und schneller arbeiten können. So, genau. Wenn wir alles haben und es wirkt so, dann können wir mit unserem Stahl arbeiten und hier die Knochenhaut schon mal ein bisschen andrücken, um zu wissen, okay, um sie dann richtig schön ziehen zu können. Genau, das ist am Anfang immer wegen, ja, da muss man erstmal wieder reinkommen. Ich mache das ja auch nicht so krass oft tatsächlich. Aber das wisst ihr ja, das habt ihr schon im Endeffekt im Stream gesehen. Da habe ich jetzt noch gar keinen Rind ausgebeint, weil wir selber tatsächlich nur die fertigen Stücke bekommen von der bäuerlichen im Normalfall. Außer es wird was Besonderes bestellt. Haben wir jetzt überall hier richtig schön eingedrückt, kommt jetzt der Optimumfall, dass wir das jetzt einfach hier durchs Runterdrücken allein schon so gut wie alles lösen können. Und können wir, überhaupt kein Thema. Wenn wir es jetzt schön nach unten hängen haben, unsere Brustspitze, wie ihr hier sehen könnt, die ist jetzt richtig locker, können wir die Knochen einfach nachziehen. Haben wir die alle nachgezogen, bis relativ nach ganz oben hin, gibt es jetzt unterschiedliche Varianten, um hier ausbeinen zu können. Und zwar können wir rein theoretisch jetzt hier jeden einzelnen Wirbel mit Knochen separat rausnehmen. Ich zeige das euch jetzt einmal, wie das funktionieren würde. Wir nehmen hier einen Knochen und schneiden natürlich erst einmal hier zwischendrin ein und trennen das Ganze ab. Und dann merkt ihr schon, okay, es ist gut eingeschnitten, wir haben alles schön gelöst, dann passiert das meiste eigentlich schon komplett von allein. Und jetzt lasst ihr mit dem Messer, fahrt ihr dann so außenrum. Achtung, das ist sehr, sehr, sehr krumm alles am Hals. Deswegen niemals mit Kraft vom Messer arbeiten, sondern wirklich das Messer einfach außenrum schneiden lassen. Ganz locker lassen. Und wenn das Messer scharf ist, findet es auch einen Weg. Wenn es stumpf ist, da sind wir wieder beim Thema, geht es natürlich nicht so schön. Und zack, haben wir das jetzt hier einzeln rausgelöst. Fleischmäßig passt es einwandfrei. Ihr seht hier,
Knochen super weiß, hier haben wir die Knochenhaut. Hier ist ein bisschen noch was dran, das können wir natürlich rausputzen. Oder ihr lasst es, weil für Suppenknochen zum Beispiel wäre das auch wieder fast zu weiß. Da braucht man das gar nicht mehr einkochen. Aber ja, so viel zur ersten Variante von unserem Stück hier. Ich mache das jetzt so, ich schneide jetzt hier beim Hals schon mal komplett hier ein und trenne das Ganze hier ab. Können jetzt hier, schneiden wir jetzt bei allen Dingern einfach mal schräg, leicht schräg ein. Können hier rein theoretisch auch nochmal die Knochenhaut mitnehmen und ziehen das nach oben. Wie ihr das jetzt hier mit den Knorpeln macht am Hals, die hier sind, das ist euch überlassen. Lasst ihr die jetzt noch dran und schneidet sie selber weg später oder ihr probiert sie auch gleich mitzunehmen. Das ist einfach nur eigentlich egal, ob ihr es gleich macht oder später. Genau, schneiden hier überall schön ein, dass das alles schön gelöst ist. Und ihr dürft natürlich auch, was ihr nicht vergessen dürft, ist, dass natürlich alles hier dicker ist als beim Schwein. Also niemals das vom Gedanken her wie vom Schwein nehmen, sondern das ist Rind, das ist separat. Da müsst ihr ein bisschen tiefer immer arbeiten sozusagen. Genau, haben wir das Ganze jetzt hier schon fertig gelöst. Alles, was weit rausschaut, hier einfach schräg ein. Hier einfach schräg ein, an den Knochen, entlang, unter den Knochen vor allem. Und können jetzt hier alles anheben. Dann machen wir hier natürlich noch einen beendenden Schnitt. Unten überall entgegen. So, dass alles schön gelöst ist. Hier haben wir jetzt den Atlasknochen. Das ist der Verbindungsknochen zum Kopf. Der ist immer an der Spitze vom Hals. Hier war der Kopf, wurde abgetrennt natürlich. Den lösen wir jetzt separat, weil, ihr kennt es ja auch beim Schwein, der ist viel dicker und dementsprechend nicht so schön handelbar, um den dann einfach mit zum Rausschälen zu nehmen. Das heißt, wir lösen den ein und lassen hier auch wieder nur die Messerspitze arbeiten, sodass wir einmal außen rumkommen. Überall. Und wie gesagt, das ist alles sehr, sehr schräg hier drin. Da müsst ihr auch, da kommt natürlich die Erfahrung noch ein bisschen mit. Genau. Also wie ihr sehen könnt, der war jetzt so hier so drinnen. Hier kommt noch mal ein bisschen Knochen raus. Das heißt, hier müssen wir noch mal ein bisschen nach innen zu den anderen Knochen hier gehen. Aber ansonsten ist es einfach tatsächlich einfach mal außen rumschälen. Haben wir jetzt den Atlasknochen draußen, wissen wir, top, alles läuft. Dann fangen wir an, jetzt hier rauszuschälen. Bedeutet, wir nehmen alle Knochen hier mal hoch und schneiden hier bis auf Anschlag einfach mal ein. Das ist jetzt im Vergleich wie vom Schwein, nur von der anderen Seite. Ihr wisst ja, eigentlich haben wir die Rippen und beim Schwein lösen wir von hier oben so entlang ab. Jetzt ist es bei uns nur einmal kurz vor einschneiden und das war's schon. Den Rest machen wir dann von oben. Oder unten, je nachdem. Genau. Dann lösen wir hier schön die Knochen. Und schneiden hier auch bis nach komplett unten durch ein.
Genau, dann drehen wir die ganze Geschichte einmal um. Und machen das allerselbe jetzt hier entlang. So, jetzt hier merkt ihr, hier lief es jetzt alles super. Hier haben wir nochmal so eine, hier hinten haben wir nochmal so eine Ausbeulung in die Richtung. Deswegen müssen wir da jetzt das nochmal umdrehen und schälen das jetzt dann hier so schön rund erstmal raus. Bis wir merken, okay, wir sind da schon durch, dann können wir wieder umdrehen und in die andere Richtung wieder reinschneiden. So wie ihr hier sehen könnt. Genau, und dann macht es eigentlich alles von allein auch wieder. Das drückt sich jetzt hier schön runter, sodass wir eine leichte Spannung drauf haben. Und wenn wir wissen, okay, wir haben jetzt alles schön eingeschnitten, dann merkt man auch schon, okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Genau, jetzt kommt die nächste Einbuchtung. Wir wissen ja, so ein Halsknochen und alles ist ja immer richtig schön verwirrt und alles. Also was heißt verwirrt, aber so verdreht und so. Jetzt kommt die nächste Einbuchtung in Richtung hier nach oben wieder. Also es ist hier unten und muss jetzt von hier unten nach oben geschält werden erst einmal. Das macht ihr auch wieder so lang, bis ihr merkt, okay, wir haben die Spitze gefunden. Und dann gehen wir wieder nach unten. Und somit haben wir jetzt hier den Knochen, den Hals schön und schnell ausgebeult. Also schön ist es jetzt nicht. Da kann man natürlich, wenn wir alles einzeln gemacht hätten, würde man besser auch an die Fleischstellen hier hinkommen und es besser, schöner ausbeinen, ohne dass viel Fleisch noch am Knochen ist. Aber das putzen wir jetzt einfach zu und gleichen es dementsprechend aus. Das haben wir jetzt relativ gut geputzt, wie ihr sehen könnt. Natürlich ist jetzt überall Fleisch und wir könnten uns jetzt noch tot putzen, aber wie gesagt, daraus können wir eine richtig geile Soße dann richtig schön machen. Und ja, oder eine Suppe oder als Fond können wir das dann anrichten. Genau. Das hier wird dann zusammengesägt, ein bisschen kleiner gesägt und dann ausgekocht und es passt. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir hier dann die Problematiken, die dann eben dazu führen, dass man es nicht schön rausschälen kann am Anfang. Hier einmal und das hier außen. Plus auch nochmal hier. Das habe ich gemeint mit eben, das ist alles ein wenig verdrückt, verdreht. Da muss man halt immer ein wenig um die Kurven schneiden. Und dann funktioniert es auch. Das, wenn man das weiß und darauf vorbereitet ist, ist das kein Thema. Und wir können unser Messer schonen. Das ganze Ausbeinen war jetzt eher Ausbeinen nach Funktion und nicht nach Optik, Schönheit oder komplett sauber. Nur, dass ihr Bescheid wisst, wenn ihr das komplett optisch schön haben wollt und sauber, dann müsst ihr die einzeln rausschneiden, so wie ich es euch beim ersten gezeigt habe. Wenn wir schon beim Ausbeinen sind, bleiben wir natürlich dabei. Das heißt, wir tun jetzt hier den Brustknochen hier schön rausschneiden, weil den brauchen wir jetzt nicht zum Füllen oder wird nicht zum Füllen gebraucht, sondern die Brustspitze wird als Fleischstück an sich genommen. Dafür schneide ich hier an der Seite immer erst einmal das Fleisch schön ab vom Knochen. Ansonsten müsst ihr das später putzen und das wollen wir jetzt nicht. So, danach, das ist ja ein richtig kleiner Knochen, schneiden wir hier ein und nehmen natürlich alles an Knorpel mit, was mitzunehmen ist. Und schälen den jetzt nur noch nach hinten raus. Thank you.
Genau, dadurch, dass wir jetzt das hier vorgeschnitten haben, können wir jetzt hier an der Seite das abtrennen und haben hier unseren Brustspitzenknochen. Genau. Jetzt haben wir alles ausgebeint, was uns die Querrippe hier geboten hat, unter Hals und die Brustspitze. Wir schneiden jetzt hier erstmal noch die Knorpel vom Hals weg. Und trennen unsere Stücke hier in Querrippe, Brustspitze und Hals ab. Wie ihr hier schon sehen könnt, haben wir hier ja schon eine Naht. Das kann man ja schon fast ziehen. Der Naht folgen wir einfach. Der folgen wir, bis es nicht mehr geht. Und merken, okay, es ist jetzt nur noch hautig, dann können wir es abschneiden. Und haben jetzt hier Brustspitze. Hier müsst ihr wissen, wir haben hier Verbindungsstück Hals und merken hier auch schon, oder sehen hier auch schon, der Hals geht eigentlich immer so schön rundherum. Und genauso schneiden, trennen wir es hier auch ab. Dafür nehmen wir einfach mal das Zuschneidmesser und schneiden hier entlang runter, sodass der Hals hier einfach schön rund ist. Dann haben wir hier unsere Querrippe, Hals, Brustspitze. Beim Hals müssen wir natürlich noch ein paar Sachen bearbeiten. Wir haben hier das Nackenband, wie ihr sehen könnt. Das ist richtig fett. Das muss natürlich weg. Um das wegzumachen, schneiden wir hier wegen ins Fleisch ein, dass wir das schön abtrennen und nur unser Nackenband dann auch haben am Ende. Danach können wir tatsächlich das Nackenband nehmen. Das ist richtig locker im Endeffekt. Können wir es richtig leicht trennen. Das ist nur ganz locker verbunden. Und schneiden den hier einfach ab. So, und dann sehen wir hier, das komplette Nackenband ist weg. Weil das lässt sich. Haben wir unser Nackenband weg vom Hals, dann drehen wir die Geschichte um. Und nehmen hier unseren Schlesinger, lösen hier das Fleisch oben ab. Trennen es auch noch mal leicht vom Fleisch ein wenig weg, sodass wir da kein Fleisch mehr dran haben. Und kommen jetzt von unten ran. Genau, das ist der Schlesinger, der wurde früher auch verwendet, um als Teigschaber zu nehmen. Aber wir haben ja welche aus Plastik, deswegen bleiben wir bei dem aus Plastik gleich. Natürlich die Knochenhaut hier auch noch weglösen. Und jetzt schneiden wir den Hals tatsächlich einfach nur noch zu. Das hier oben, was ihr hier seht, was schon ein wenig angetrocknet ist oder blutig, lösen wir weg, einfach an der Naht entlang. Und können auch hier gleich das dickere Stück hier mit wegnehmen, weil den brauchen wir nicht am Hals. Der Hals ist ja an sich schon groß genug. Danach schneiden wir natürlich hier einmal gerade. An beiden Seiten. Und ihr kennt es auch vom Schwein. Ihr kennt es vom Schwein hier natürlich. Das hier brauchen wir nicht mehr da an der Seite. Das wird immer weggeschnitten. Da könnt ihr die Knorpel entfernen. Das ist super Fleisch für Hackfleisch an sich. Wenn ihr die Knorpel weg habt und das Blutige ein wenig wegmacht, habt ihr ein super Hackfleisch oder Bratwurst oder irgendwas oder Fleisch oder so. So. Jetzt drehen wir es nochmal um. Hätten wir eigentlich auch gleich machen können, aber ich wollte euch erstmal die groben Sachen von außen zeigen. Genau. Hier, wo die Knochen waren,
könnt ihr einfach mal leicht drüber fahren mit dem Messer und somit die Knorpel schon wegnehmen und das Ganze ein wenig schöner ausschauen lassen. Ansonsten ist es jetzt hier eine hier schön runde Sache. Und ist jetzt ein super schöner Hals. Ihr könnt hier auch natürlich hier noch alles, was so hautig ist, oder wie heißt das nochmal? Alles, was von der Naht noch da dran ist, dieses Hautige hier, das könnt ihr noch wegschneiden. Genau. So, dann haben wir den Hals fertig. Gehen wir weiter zur Brustspitze. Brustspitze, easy Sache zum Zuschneiden. Obendrauf brauchen wir kein Fett. Das kommt weg. Genauso hier so Blutiges, wie ihr hier sehen könnt. Das schneiden wir auch weg. Genau, hier diesen Bobbel da, den brauchen wir auch nicht an der Brustspitze, den schneiden wir, den lösen wir auch. Dann drehen wir es einmal um und nehmen hier die Haut, wo jetzt noch hier so dran ist, die kommt weg. Und ihr merkt schon, eigentlich hat er so eine Brustspitze richtig viel Fett dran im Normalfall. Oder was heißt richtig viel, hat noch mehr Fett dran, das ist ein richtig magerer Bulle gewesen. Aber ist auch in Ordnung, wenn man das Ganze eh nur für Verwurstelzwecke oder sämtliches nehmen möchte. Hautiges, wie gesagt, braucht man nicht. Schneiden wir hier noch gerade ab und haben hier jetzt auch unsere Brustspitze. Jetzt haben wir unsere Querrippe. Ist eigentlich ein super Kochfleisch. Wie ihr hier sehen könnt, ist die Knochenhaut noch dran, ist beim Kochfleisch selber egal, da darf es drauf bleiben. Schneiden hier einmal gerade, dass es ein wenig eine eckige Form hat, eine schöne Form. Hier, was so nicht mit ins Bild passt, wird einfach weggeschnitten. Genau. Und dann haben wir hier noch dieses ganze Luftige. Das kommt natürlich auch noch mal weg. Sehnen und sämtliches, was jetzt hier entlang geht, die lassen wir natürlich drauf, weil das wird ja beim Kochen richtig schön weich. Genau, das heißt, wir haben jetzt hier unsere Querrippe zum Kochen. Hier unsere Brustspitze, richtig schön mager, auch richtig schönes Kochfleisch. Und unseren Rinderhals kann man als schönes Bratenstück verwenden, kann man füllen, gibt sich auch richtig gut. Genau, also Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Vergesst natürlich nicht zu abonnieren, um nicht zu verpassen, wie wir hier unseren Bug hier ausbeinen und zerlegen. Und was wir auch noch offen haben, ist natürlich auch noch alles andere vom Rind. Also einen Lappen, einen Roastbeef, eine Keule. Genau. Dann bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen. Lasst euch nicht von der Masse verleiten. Lasst uns bei der Qualität bleiben, Leute. Haut rein.